Wohnraum in deutschen Großstädten ist häufig Mangelware, das führt oft zu sogenannter Überbelegung in der Wohnung. Diese definiert sich über das Verhältnis von Zimmern zu Wohnungsbewohnern. Derzeit sind rund 8 Millionen Deutsche davon betroffen, jeder Zehnte also. Das zeigt eine Studie des Statistischen Bundesamtes. Besonders häufig betroffen, Alleinerziehende. In Haushalten mit Kindern lag die Überbelegungsquote im Jahr 2021 der Studie zufolge bei 15,9%. Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto höher ist das Risiko, in einer zu kleinen Wohnung zu leben. Zudem gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. In größeren Städten lag die Quote bei 15,5%, in ländlichen Regionen hingegen nur bei 4,9%. Damit liegt Deutschland im europaweiten Vergleich leicht unter dem Durchschnitt. Im gesamten EU-Raum lag die Quote bei 17,1%. Die meisten Menschen in überbelegten Wohnungen gibt es in Lettland und Rumänien. Die wenigsten in Malta und Zypern.